Oh, Moment. Da bin ich wieder. Und zwar mit dem Diät-Update. Jetzt dreht sich meine Tochter rum und guckt. Sie ist sich gerade die Haare am Kämmen, weil sie will, dass ich ja die Haare abschneide. Katastrophe, Katastrophe. Ich sah es auch hier. Gut. Also, jetzt habe ich doch nicht geguckt. Holly? Ah ne, warte, ich habe den Block. Hi. Ich guck gerade. Ja, also, ich habe mich gestern, vorgestern gewogen. Vorgestern, warte mal, was haben wir denn heute? Sonntag. In Mitte der Woche habe ich mich gewogen und wir 75,4. Genau. Ich bin immer noch dran. Das Einzige, was ich jetzt falsch gemacht habe, meiner Ansicht nach, war, dass ich gestern Müsli gegessen habe. So 4, 5 Löffel voll. Aber ich konnte mich nicht beherrschen, ne? Jetzt ist es nochmal so weit, dass ich nochmal so Lust kriege, ne? So Drang, sowas zu essen, ne? Aber ich versuche zu widerstehen, weil ich habe gesagt, ich will erst ein gutes Stück mit dem Gewicht runtergehen, bevor ich mir nochmal so zwischendurch mehr mal sowas erlaube, ne? Aber davor ist der Weg noch nicht zu weit ohne, ne? Dass ich sagen kann, ja. Jetzt darf ich mir das erlauben. Nein, das erlaube ich mir nicht. Solange wie hier, da sieht man nämlich schön, hier noch voll Speck ist. Ne? Das sieht man schön, da wo normalerweise andere Frau einen kleinen Innenwölbung hat. Da sieht man schön jetzt gerade hier, wie dort der Speck ist. Ne? Das will ich nicht. Das muss ich erst wechseln. Und dann erst. Ich mal da. Das ist jetzt, meine Tochter zeigt mal gerade, wie viel ich abschneiden soll. Nee. N-n-n. Die hat so schön lange Haare. Jetzt will sie die Haare abgeschnitten haben. Ich habe gesagt, so viel schneide ich da ab, mir nicht. Die hat Haare bis auf die Bobbes. Ich schneide da nicht mehr ab. Kann ich vergessen. Und bei der Friseur gehe ich auch nicht. Oh, ups. Ja, genau, das wollte ich, also, und wisst ihr, was ich jetzt zum ersten Mal in eine, was weiß ich, wie viele Jahre, wo ich vorher trainiert habe und gemacht habe, was ich da von einer Freundin gesagt kriegt habe, wie wir abends zu Besuch dort waren, du hast mir aber besser gefallen, wie du noch trainiert hast. Da guckt toll, ja, weil so. Ja, das war das erste Mal, wo ich das gehört habe. Das hat so, die Haltung war ganz anders, da du bist, warst grad, ne, du hast hier, weiß ich nicht, scheinbar hat man hier die Muskulatur gesehen, da, ne, und so. Ich weiß, das ja alles so nicht mehr, ne, man vergisst das, ne, wie man ausgesehen hat, so. Ja, die hat das gesagt. Da habe ich so vor mich gedacht, guck mal an, ne, jeder, also vor allem Männer, ja, nee, als Frau so auszusehen, ist nicht schön, ne? Das sieht man aus wie Mannsweib und so weiter und so fort, ne? Ja, wie bei der Dana Lynn Bailey, das ist auch eine Bodybuilderin, die ist mal von so einem kleinen Bub angesprochen worden, der dann zu ihr gesagt hat, mein Papa sagt, Muskeln sind nur was für Männer. Und da hat sie gesagt, und warum hat dein Papa dann keine? Naja, ist doch so, ne? Und das verändert ja nicht, ich meine, wenn man jetzt nicht verbotene Substanz zu sich hält, ne, verändert weder die Stimme noch die Geschlechtsteile oder sonstiges, ne, was hier passieren kann, wenn man solche Sachen zu sich nimmt, ne, die man nicht soll. Genau. Und deswegen, ja, also ich mache weiter.
Wie gesagt, im Moment bin ich so ein bisschen, wo ich merke, wenn mich etwas aufregt, im Moment bin ich auch ziemlich aggressiv, ne? Extrem, ne? Also, wenn mich was aufregt, dann habe ich so das Bedürfnis, mich voll zu stoppen, ne? Ja. Also, eigentlich immer. Lachte Dolly. Ja. Und, aber ja, wie gesagt, ich mache weiter, weil das da geht ja nicht. Ne? Also, nee, 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 nee. Ich muss schon sagen, ne, ich habe jetzt Jogginghose an, ne? Die hat vorher knalleng, habe ich richtig wie so Presswurst drin gesitzt, ne? Jetzt, ja, jetzt guckt nicht so. Und jetzt geht's, ne? Also man sieht jetzt, dass er an Bobbes Falte schlitt, ne? Bisschen. Aber wichtig war mir einfach, ach, dass mir Bauch weggeht, ne? Also ich ich meine, wenn man schwanger ist und hatte dicker Bauch, das sieht wunderschön aus, ne? Aber wenn man nicht schwanger ist und hatte Bauch, als wäre man schwanger, dann sieht aus, als wäre schon mit so einem Alien trächtig oder so, ne? Das geht gar nicht. Genau. Das wollte ich euch jetzt sagen. Jetzt muss ich mal was zu essen machen, weil ich dann Hunger. Ah, was auch noch ist, mir steht es ziemlich oft hoch, ne? Und so schluckseartig, ne? Weißt du, wenn man so eine Schluckse hat, so mehrmals am Tag, ne, passiert mir das, ne? Das ist mal vorher, hatte ich das nicht gehabt, ne? Ja. Und ansonsten das Übliche, ne? Wurst, Fleisch. Ah, gestern an der Kasse, Action. Heute ich mit der Verkäuferin noch gerade über die Diät geschwätzt, ne? Ach so, genau, sie hat gesagt, du warst heute schon zum zweiten Motto, ne? Da ich gesagt, ja, ich hatte sie gar nicht gesehen, ne? Sie war dann an der anderen Kasse, scheinbar vor Apsekassiere, und ich bin an der anderen Kasse gewesen und war wirklich so unterzuckert, wirklich, ich hatte so einen Hunger. Ehrlich, mir wurde kotzübel, da waren irgendwelche Franzosen in dem Geschäft, ne? Die haben sich dort aufgeführt, also ganz komisch, ne? Mir ist so ganz schlecht geworden, ne? Ich habe dann müsste direkt raus, ich habe nicht mehr links und rechts gesehen, gar nichts mehr, ne? Bin dann heimgefahren, komme daheim an, sagt mein Sohn zu mir: Überraschung, du darfst jetzt mit mir nach Schuhkaufen fahren. Ich komme gerade von dort. Ja. Kommode hoch 10. Dann habe ich erstmal was gegessen und dann bin ich mit dem in der Obi gefahren, Schaffschuhkaufe. Und dann sind wir, habe ich das so, wenn wir jetzt da sind, gehen wir, fahren wir jetzt noch in die Action, weil ich konnte heute Mittag, oder vorhin, das war ja vielleicht eine Stunde her, konnte ich nicht in Ruhe gucken. Ja, und dann bin ich dann, ja, sind wir dann noch drin, dann sind wir dann an die Kasse, da war sie dann an der Kasse. Und dann man hat sie ja gesagt, du warst vorhin schon mal da. Ich sagte, ja, ich habe noch ein bisschen Hemd, ne? Und bla, habe ich ihr dazu erzählt. Und die Elias hat, was hat denn der da? Ah, sie hat mir dann erzählt von so gerollte Chips ja, dass die so gut wäre. Ich meine, Chips waren es. Hat sie mir nicht gesagt. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ich darf das ja im Moment alles sowieso nicht essen. Und dann irgendwie habe ich gesagt, also das sagt sie, glaube ich, gell, Nudel darfst du ja auch nicht essen. Dann habe ich gesagt, nee, ich darf kein Brot, kein Nudel, kein Kartoffel, kein Wäckchen, also Brötchen esse. Und das sagt die Kundin, wo da noch an der Kasse gestanden hat. Wie hat sie gesagt? Ja, wie hat sie jetzt? Ich habe es noch gerade gewusst, jetzt habe ich schon mal vergessen. Das ist ja dann kein Lebe oder irgendjemand. Das ist ja dann auch kein Leben mehr. Aber irgend so was hat sie gesagt. Ach, scheiße, ich hatte es jetzt vergessen. Vielleicht, wenn es mir nochmal einfällt, erzähle ich es auch im Action Hall. Ne? Weil, wie gesagt, ich wollte dann nochmal da und habe nochmal ein bisschen verkauft. Ne? Gut, das wollte ich euch nur sagen. Also 75,4. Habe ich jetzt gesagt 75,4? Warte, ich muss nochmal gucken. Genau, 75,4. Ich bin weiter dran. Ich versuche, wie gesagt, jetzt mal mehr Sport zu machen. Und genau. Ich gänze nicht auf. Jetzt das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.